house with the chains in the mirror. Fender guitars and they hang in there. Ladies at large, you look amazing here. It's a birthday, got a in there. Hit up the with the bangs in there. Hit up the mob and the gang in the mirror. Quit your job, think you're changing. Hallo und willkommen in der Düsseldorf Arena. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Fortuna Düsseldorf gegen Jan Regensburg. Es kann losgehen, alle sind bereit. Alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Da gibt der Freistoß. Ich weiß nicht, ob er bei der Entfernung zum Tor... Wäre es eher das Abspiel gewesen, Buschi? Ja, da direkt zu schießen, wohl nicht die beste Idee. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gute Aktion. Was macht er draus? Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Kann er was draus machen? Gefährlich. Gut gemacht. Gutes Tackling. Vorteil in dieser Situation. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Ja, könnte was werden. Tolle Aktion vom Torwart. Da kommt die Ecke. Macht er gut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Joan Julio. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. So, die kurze Variante. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Pass. Klasse gemacht. Stark geblockt. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben.
Sieht gefährlich aus. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Das könnte was werden. Er holt sich den Ball. Die Aktion. Was macht er draus? Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Ganz wichtig, da muss er hin. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff, Spiel geht erstmal weiter. Zieht einfach mal ab. Toller Zweikampf. Der Ballverlust. Und jetzt die Chance. Oh, da macht er diesen Fehler wieder gut. Es war wichtig, dass sie sich da nicht das Tor fangen. War eine haarsträubende Szene. Erstmal geklärt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Angriff könnte was werden. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt vielleicht. Und das Tor. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ja, schwacher Ball hier. Super, das könnte sein. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Sie liegen deutlich vorn. Klasse Versuch. Trotz der Distanz geht er nur knapp vorbei. Im Moment kommen sie nicht richtig. Oh, viel Platz jetzt. Was für ein Tor! Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich da durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Fairer Einsatz hier. Sieht gefährlich aus. Da muss er aufpassen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Jetzt wird's gefährlich. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Ziemlich eindeutige Geschichte.